Wie Isabella schon erwähnt hat, es geht um Brand Holism und im konkreten Fall in meinem Masterprojekt Dynamic Branding, zu dem ich, Und ja, eben an der ZHDK in Zürich habe ich eben verschiedene Methoden zur Flexibilisierung von Erscheinungsbildern untersucht, herausgefunden, gesammelt und im zweiten Schritt dann konkrete Probleme, Herausforderungen in der modernen Marktentwicklung eben herausgefunden. Man sieht hier an diesem Bild eine Weltkarte und wie ihr sicher alle wisst, leben wir in einer wirklich extrem schnellen und dynamischen Welt. Wir waren noch nie so vernetzt mit der Welt wie heute und es gibt verschiedene Formen, wie wir kommunizieren, wie wir konsumieren und wie wir uns verbinden und was bedeutet das eben für eine Marke. Um das herauszufinden, habe ich mit zahlreichen Profis aus der Markenentwicklung, Management, Grafikdesign, generativer Gestaltung und PR gesprochen. Unter anderem waren bei Jeff Linsell von Moving Brands, Daniel Severin von Swisscom, Mike Fuss von Moodle Brand Identity oder auch Marco Spitzer. Vor einigen Jahren war das Motto in der Markenentwicklung noch mit aller Kraft zu zeigen, das bin ich, ich bin hier. Marken sind mit Geschrei auf ihre Kunden losgegangen. Per Logo, klassischer Visitenkarte, Briefpapier und Plakat wurden Marken in das Gedächtnis der Kunden mehr oder weniger hineingezwängt. Heute sieht es natürlich komplett anders aus. Es reicht nicht mehr, mit einem Logo und einer Visitenkarte nach außen zu treten. Wir kommen an unendlich vielen Punkten mit Marken in Berührung. Wir suchen etwas auf einer Webseite, sind im Supermarkt, sehen dort eine Verpackung, haben Spaß mit Online-Games, wo auch immer, oder sehen einen Film zu einem Unternehmen. Und hier ein kleines Beispiel. Vielleicht kurze Frage, wer von Ihnen ist Kunde von A1? Wunderbar. Also Sie können sich vorstellen, was da wirklich für Kontaktpunkte auftreten. Zum Beispiel, Sie sind auf der Website, suchen ein neues Handy, gehen dann in den Shop, kaufen sich das Handy, suchen einen Internetservice, sprechen mit den Mitarbeitern im Shop vor Ort. Und das heißt, dass Marken wirklich lebende Organismen sind. Und ich habe bemerkt, dass in der Branche noch nicht sehr viel los ist in diesem Bereich. Und dazu brauchen wir eben einen gewissen Mindchange, um die Marke wirklich als Organismus zu sehen. Der einfachste Weg, das zu erreichen, ist, die Marke in ihrer Identität als Person zu definieren. Jeder einzelne von uns hat persönliche Eigenschaften, Einstellungen, Gefühle und wir verhalten uns auf bestimmte Weise. Je nachdem, wo wir sind, was wir machen oder was andere um uns herum machen, verhalten wir uns entsprechend. Beziehen wir das nun auf eine Marke, definieren wir eine Geschichte, eine Erzählung und so machen wir aus der Marke eine Person. Als sozusagen Samen für jeden ermöglicht die Erzählung, neue Geschichten über die Marke zu entwickeln, aber immer wieder an den Kern der Marke anzuknüpfen. Egal, ob das per Film passiert, per Radiospot, was auch immer. Um diese Geschichten zu vermitteln, sind wir als Marke über verschiedene Kanäle verfügbar. In unserer globalisierten Welt wollen wir von jedem Ort, zu jeder Zeit und über jedes technische Gerät auf die Marke zugreifen. Wir schaffen also ein Umfeld, in dem ein freundlicher Dialog mit dem Kunden wirklich auf Augenhöhe funktioniert. Die Erzählung und die Geschichten lassen Raum für kreativen Ausdruck. Es wird nicht festgelegt, wo ein Logo in welcher Größe mit welchen Abständen zu sitzen hat, sondern einfache und klare Richtlinien lassen uns die beste Lösung für jedes Medium oder jeden Kontaktpunkt finden. Wir haben als Marke, also an den Kontaktpunkten, eine starke Präsenz und rufen starke Assoziationen hervor. Das ermöglicht dem Kunden, die Marke auf interaktive Weise zu erleben und somit die Marke durch individuelle Erlebnisse positiv aufzuladen. Sei es im Raum, auf Websites, im Film oder beim klassischen Plakat. Um diese Erlebnisse zu positiven und nachhaltigen Erlebnissen zu machen, spricht der Auftritt der Marke alle menschlichen Sinne an. Die Erlebnisse werden dadurch eingängig und emotional. Spezielle Assets wie Logos, Grafiken, Formen, Töne oder Bewegungen verankern eine Marke in den Köpfen. Genau diese Assets sorgen auch dafür, dass starke Beziehungen mit dem Kunden entstehen können. Wir als Marke wollen, dass sich der Kunde mit uns identifiziert und sich bewusst mit uns beschäftigt. Dazu benötigen wir eine dauerhafte Identitätsbasis für unsere Aktivitäten. Wir haben also als Marke eine Bedeutung und schaffen Vertrauen. Wir leben also in einer lebendigen Welt und so müssen sich Marken verändern und sich an neue Gegebenheiten anpassen können.
Eine Marke ist also kein Logo, sondern eine Sammlung aus Beziehungen. Zum einen sind das Beziehungen nach innen, die uns dazu bringen, die Marken zu leben. Zum anderen sind das Beziehungen nach außen, die eine lebendige Marke fördern. Diese Beziehungen ergeben einen Zusammenhang und nur durch diesen Zusammenhang entsteht eine Bedeutung. Die Balance aus Konsistenz und Veränderung macht eine Marke lebendig. Das Herz der Marke ist somit ein Holo, ein Element mit ganzheitlichem Einfluss. Die Lebendigkeit, die Schnelligkeit und die Interaktivität in unserer Welt bringt Marken dazu, ständig zu lernen und sich zu verändern. Als lebendige Organismen sind Marken in der Lage, auf Veränderung zu reagieren und aus ihrem Kern heraus neue Wege zu gehen. Wir sprechen also von Brand Holism, der Ganzheitlichkeit einer Marke. Wer mehr über Dynamic Branding und Brand Holism erfahren möchte, den lade ich ein, im März die zugehörige Publikation fürs iPad downzuladen. Viele Beispiele und Interviews zeigen weitere moderne Zugänge zur Markenentwicklung. Als Inspiration dazu dient ein ergänzendes Manifest, das konkrete Themen wie Zugänglichkeit, Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit für Marken erklärt. Details dazu gibt es eben auf Laufend und immer aktuell auf dynamicbranding.info. Dankeschön fürs Zuhören.